Ja, hallo und ich bin's wieder, Alte G. Und ja, heute will ich euch einfach mal zwei Kreationen zeigen, die ich mal aus meinem Archiv, aus meinem Kopf gegraben habe. Da habe ich mit einer Eisenschaufel ganz entgegengehauen und habe versucht, irgendwie irgendwas rauszubekommen und habe dabei gesagt, neues Video, neues Video, neues Video. Naja. Ach, Alter, ich bin verschnupft, ey. Naja. Ziemlich schnell ging das, ey. Über Nacht verschnupft. Scheiße. Naja, heute zeige ich euch einmal diese Schaltung da und noch diese einfach zu bauende TNT-Kanone. Ich weiß, dass das eigentlich, also das hier irgendwie so gut wie jeder kann. Wenn nicht, dann könnt ihr es ja hier lernen. Wenn schon, dann bleibt trotzdem hier. Naja. Also. Ihr braucht als erstes einen Grund. So, warte mal. So. Ja. Ich kann es eigentlich auch noch. Ich will mal eine etwas verbesserte bauen. Ja, cool. So. So. Also. Dann fangen wir an, dass wir uns einen Block bauen. Daran unser Knopf. Und dann hier eine Reihe Wasser. Ganz einfach. Ist ziemlich easy. So. Und dann haben wir hier eine Halbstufe. Und jetzt fängt das ganze Redstone an. Also. Auf der rechten Seite packen wir eine Linie von Redstone. Ups, ist zu viel. So. Das wird dann das TNT zünden, was zur Absprengung von dem anderen wirken wird. So. Jetzt bauen wir die Schaltung für die Geschosse. Also, wir nehmen einen Redstone-Verstärker, noch ein, noch ein, noch ein. Und das führen wir dann so weiter. Aber ihr dürft nicht zu viele nehmen. Ich höre jetzt auch auf. Warum? Also, so, so. Ups, da habe ich mich verbaut, weil das dann geschlossen wäre. Also, so, 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 so. Und dann noch einmal. Ups. Dann noch einmal. So, und die verbinden wir dann auch. So, und dann hier nochmal ein. Und das wird dann letztendlich dieses TNT hier zünden. So, wir gucken jetzt erstmal, das müsste zuerst gezündet werden. Schon wieder E gedrückt. Sieht auf jeden Fall cool aus. Aber wir können ja natürlich noch. Die ein bisschen verzögern. Das heißt. Weiß nicht. Ich sehe einen Fehler in der Matrix. Ah ne, warte, das wird ja zuerst gezündet. Ich sehe einen Fehler in der Matrix. Okay. Digga, ich mache hier gerade Sprengung. Ich mache hier gerade Sprengung, Ferdinand. Geh weg. Okay, so. Frill, Tor, Wann. Alter! Genau im richtigen Moment.
Ja, cool. Fett. Die ist viel besser als die alte. Ja. Uiuiui. Auf Polnisch würde das irgendwie ein bisschen anders klingen, wenn ich jetzt hoiuiui sagen würde. Ich weiß nicht warum, aber das unterscheidet sich so krass von Sprache zu Sprache. Zum Beispiel auf Deutsch würde hoiuiui irgendwie sowas, naja, wenn man sich irgendwie freut oder so, wenn man irgendwie auf einer Achterbahn ist oder so, wäre das dann so, dass man hoiuiui sagt oder so. Oder hui. Keine Ahnung. Naja, aber in Polen ist es dann halt so, dass hui sowas ähnliches wie Schwanz heißt. Fragt mich nicht, warum ich jetzt über Polen rede. Keine Ahnung. Aber meine Mutter kommt ja aus Polen und deswegen weiß ich da ein bisschen mehr über die Sprache. Komm, 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 bounce! Boah, ey! Komm nochmal! Alter, hab ich mich gerade erschrocken, ey. So, dann platzieren wir mal hier das TNT. Ich mach das gerade ohne Inventar. Zack. Flieg. Was? Ich dachte, das TNT wäre gerade in meiner Fresse explodiert, Alter. Deswegen habe ich mich schon gewundert, Alter. Aber die ist hingeflogen. So. Und ich wollte euch ja noch zeigen, was das hier war. Ja. Da habe ich mich auch mal ein bisschen erkundigt. Und zwar wäre das, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie eine Bezahlung oder so hat, irgendwie auf einem Server oder so, dass man dann sowas bauen könnte. Man ist zum Beispiel irgendwie an so einem Tresen, sieht dann halt diese Tür. Also das da unten wäre dann der Tresen. Und sieht diese Tür. Und irgendwer kommt halt vorbei. Und sagt, ja, er möchte da durch, aber er muss halt das bezahlen, ne? Und dann gibt er euch, sagen wir mal, 20 Gold. Und dann drückt ihr einmal auf den Knopf. Und dann geht die Tür auf. Die ist aber für einen gewissen Zeitraum auf. Deswegen, wenn er durch ist, schließt sie sich immer noch nicht. Deswegen ist da dieser zweite... Der zweite Mechanismus, und zwar dieser Knopf, der könnte in dem Fall aber auch eine Druckplatte sein, die dann mit Redstone hier verbunden ist, also hier. Das heißt, wenn er vorbeigeht, ne, ihr macht ihm die Tür auf, dann geht er hier, drückt auf die Druckplatte und dann wird das Signal geschlossen, weswegen Tür geht auf, Tür geht zu. Das passiert. Ja, eigentlich ziemlich einfach und war ein bisschen so längeres Video als die anderen beiden, aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst auf jeden Fall mal ein Like da. Würde mich auf jeden Fall freuen und ja, ich glaube, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Jetzt kommt noch mal eine Endcard und ja. Ach ja, und... Rechts unten könntet ihr meinen meinen Kanal abonnieren und links oben seht ihr mein letztes Video, was euch auf jeden Fall auch gefallen könnte. So, das war's auch wieder und ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein, ciao!